Das Volk bekommt kein Baumaterial. Natürlich nicht. Und seid damit wieder recht herzlich willkommen zurück hier bei Anno 1602 Erschaffung einer neuen Welt in einer neuen Folge. So, ich muss mich mal ganz kurz räuspern. Ah, schon besser. So, in der letzten Folge haben wir es geschafft, hier endlich mal große Werften zu bauen. Die werden wir auch gleich mal entsprechend nutzen. Ich hoffe, wir haben... Ah ja. Ich hoffe, wir haben hier entsprechend Material da. Die Nahrung macht mir langsam schon wieder Gedanken. Wobei, ich glaube, das haben wir relativ zuletzt jetzt hier aufgebaut. Mit den ganzen Farmen. Ich hoffe, das haut hin. Weil wir haben ja doch nicht weniger Einwohner. Aber jetzt auch nicht so immens viele. Wir werden das schon hinbekommen. Mit Nahrung sieht eigentlich ganz gut aus. Oder? Vielleicht kaufen wir mal Nahrung ein. Na komm, mach mal hier. Da hast du. Reich rüber. So, bei den Schiffen, da stagniert's. Es liegt am Holz. Wir brauchen Holz. Holz können wir eigentlich wunderbar von anderen Inseln importieren. Da haben wir nämlich meistens irgendwo einen Holzfäller. Hier zum Beispiel. Wen Holzfäller? Ah ja, tatsächlich, da ist einer. So, nehmen wir einmal hier mit. Ich hole hier nochmal. Der Handelsvertrag wurde gekündigt. Überprüft eure Handelsrouten. Der macht sich echt Feinde, der Kollege. Er weiß nicht, mit welchen Naturgewalten er sich hier anlegt. So. Aber soll er mal machen. Dafür kriegt er schon noch die Rechnung. Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. Nein, um zwei. Ey, du Flitzpiepel, guck mal meine Handelsrouten an. Ein neues Schiff ist vom Stapel gelaufen. So, dann wollen wir jetzt mal schön bestücken das Ganze. Ein Vulkan bricht aus. Vermutlich unserer. Wenn der hier schon so auf langsam macht. Natürlich. Ich hoffe nur, dass bei uns da nichts kaputt geht. Nö. Alles im grünen Bereich. Sehr schön. Und wir bauen natürlich gleich weiter. So, hier das Restholz vielleicht nochmal. Ah, so. Wir haben sehr hohen Holzverbrauch hier. Da sollten wir echt nochmal gucken, dass wir es hier irgendwie ein bisschen optimiert bekommen. Aber der Nahrung ist jetzt wirklich gut anscheinend. Wir haben ein paar, Einkaufskosten, aber das war's auch. Bekommt kein Baumaterial. Ja, ist auch gut so. Eure Werft hat ein Schiff fertiggestellt. So. Dann nehmen wir den Kollegen gleich mal richtig auseinander. Dann wird er sich wünschen, nie geboren gewesen zu sein, wie auch immer. Das Schiff hier ist kanonlos. Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Soll er mal machen? Ah, er hat das schon wieder gekündigt hier. Der hat übrigens absolut nicht viel Kohle. Ist mir mal so aufgefallen. Wenn du das Spiel beendest, siehst du ja immer da den Endscreen. Und da ist mir aufgefallen, dass er absolut nicht viel Kohle hat. Dass wir teilweise sogar mehr haben als er. So, hier auch nochmal ein bisschen Schutzgeld. Können wir hier irgendwas handeln? Tabakwaren, Ziegel, ist jetzt nicht so der Hype. So, Schiffi, Schiffi. Alter, das Holz ist schon wieder alle. Guck mal deine Handelsrouten an. Ich glaube, ich richte hier noch Holzrouten ein. Ja, so. Holz können wir theoretisch von überall importieren, aber ich glaube, wir haben auf jeder Insel. Wir haben auf jeder Insel einen Holzfäller. Na? Bleibt da hin. Ach, da kommt er her. So. Wenn ich ganz ehrlich bin, die Routen sind mir sogar erstmal egal. Die Routen sind mir sogar erstmal egal. Wenn die irgendwie kaputt geschossen werden dann. Also ich werde die jetzt nicht mehr austauschen. Es sei denn, es wird irgendwann notwendig, dass wir die austauschen. Aber fürs Erste werde ich da nichts austauschen. So, wir haben jetzt, glaube ich, 6 Schiffe.
6 Schiffe haben wir. 6 Schiffe. Ich mach mal lieber noch 2 weitere. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Weil der ist ja auch fleißig am Bauen hier. Aber der baut, glaube ich, hauptsächlich Handelsschiffe, so wie es aussieht. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Ey, du Flitzpiepel, guck mal deine Handeltruten an. Oh, der ist auch echt am Eingehen, der Kollege hier. Ach ja, bei den Piraten. So, was? Der Handelsort. Ein neues Schiff ist vom Stapel gelaufen. Ein Schiff wurde fertiggestellt. So. Oh, immer diese Vorbereitungen, ne? So, Calypso, Klapso. Und dann hier nochmal. Zum Glück haben wir schon so viele Kanonen vorproduziert. Hey, du Flitzpiepel, guck mal deine Handeltruten an. So, dann haben wir nämlich hier keine Probleme und müssen nicht warten. Ich mache noch 2, dann haben wir 10 Schiffe. Ich glaube, das sollte reichen. Und ich werde erstmal gar nichts, weil wir brauchen schon wieder Holz. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Nein. So. Was so viel Holz gibt es auf der ganzen Welt nicht, wie die brauchen, ey. Echt krass, der Holzverbrauch auf der Insel, ne? Ich glaube, das kommt auch hauptsächlich durch die ganzen Schmieden. Aber wir haben ja hier 2 Erzschmelzen. Wir haben die Kanonengießerei, die im Übrigen auch ziemlich viel frisst an Holz. So. Und ich glaube, ich brauche hier sogar noch ein paar Türmchen hin. Das Holz geht weg wie warme Semmeln. Ein neues Schiff segelt unter eurer Flagge. Ja, das war's auch schon mit dem Holz. Ein Handelsvertrag wurde gekündigt, überprüft eure. Ja, jetzt kannst du mir auch mal kreuzweise, mein Freund. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Wahrscheinlich verfolgt er ähnliche Pläne wie wir. Er will uns platt machen, wir wollen ihn platt machen. Nur der Unterschied ist, wir haben eine Chance. So. Ich speichere nochmal. Häufiges Speichern ist sinnvoll. So sieht es nämlich aus. Das Volk bekommt kein Baumaterial. Natürlich nicht. So, und dann fahren wir hier erstmal zu seiner Insel hin. Und ich würde sagen, das Erste, was wir hier machen, ist das. Erstmal die Nachproduktion hier weghauen. Schön alles in Schutt und Asche legen, so wie es sich gehört. So, wenn wir hier Schiffe verlieren, shit happens. Hier dein Stadttor kannst du ja auch sonst wohin schieben. Mein Fokus liegt übrigens erstmal darauf, seine Versorgungsrouten und so weiter zu unterbrechen. Der liegt jetzt nicht darauf, die Stadt gleich platt zu machen, sondern wenn nämlich erstmal seine Schiffe alle weg sind, dann hat er nämlich schon ganz schöne Probleme. Das ist mal so mein erstes Ziel. Da dann neue Werft gebaut. Erstmal die Türme vielleicht. So, das müssen wir im Auge behalten, dass er hier nicht irgendwo wieder eine neue Werft baut. Und die Türme hier, die können wir auch schon mal einäschern. Das Schloss da hinten würde ich ihm gerne nehmen, wenn ich ehrlich bin. Ey, du Flitzpiepel, guck mal deine Handeltruten an. So, deine Türme bringen dir hier gar nichts mehr, mein Freund. Kriegst vielleicht 1, 2 unserer Schiffe, aber das war's dann auch. So, hier die Bäume natürlich auch weg. Und hier dein Schloss kannst du ja sonst wohin schieben. Yeah. Bleibt aus. Eure Felder verdorren. Passiert. So, kleine Werft auch gleich weggehauen. Da ist noch der Kontor wieder. Noch mehr Türmchen. Aber wir hauen hier alles kurz und klein. Zumindest von außen erstmal. Um ihn ordentlich zu schwächen. Und nebenbei, wie gesagt, behalte ich natürlich im Auge,
dass der Kollege hier keine neue Werft baut. Ein Angriff. Ach, der hat einen Turm gebaut. Ach, wie süß. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Katze ist gerade rechts von mir am Jaulen. Durch die Gassen. Ein Feuer schwelt. Na, dann lösch doch. Mensch. Wir haben hier voll die krasse Verteidigung. Drei Türme. Reicht aber aus. Wump. Da war der Kontor wieder weg. La 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 la. So, ich glaube, es brennt schon wieder. Ne, ist noch die alte Nachricht. So. Mein Freund. Kontor bauen ist übrigens verboten. Steht im Anno-Grundgesetzbuch drin. Ich habe gesagt, verboten. So, jetzt brauchen wir langsam schon Einheiten. Leute, der Händler kommt nicht mehr ran. Die Schiffe kommen nicht mehr durch. Ja, das ist auch eine Form von Aushunger, würde ich mal sagen, ne? Hallo? So. Bumm. Bumm. Soll er mal schön seine Materialien verschwenden. Ach scheiße, jetzt sind sie doch durchgekommen. So, unser Handelsschiff, was hier die ganze Zeit rumguckt, ne? Das können wir jetzt auch mal irgendwie hier zur Seite stellen. Oder weil die schicken das mal zurück zur Hauptinsel. Ich schaue nochmal kurz bei den Pirates. Bisschen Schutzgeld. Du kannst hier auch nochmal die Blauen ein bisschen einheizen, ne? So. Jetzt brauchen wir eigentlich langsam mal ein paar Einheiten. Alter, ey, gehst mir auf den Sack mit deinem Kontor. Hauptsache, er baut keine Werft. Das wäre fatalöhr. So. Was wir auch mal gerade schauen sollten, auf den anderen Inseln. Nee, da ist auch alles im grünen Bereich. Nicht, dass er nämlich dann hier anfängt, irgendwie aufzubauen und packt da eine Werft hin. Da traue ich dem noch zu. Okay, pass auf. Hier, große Burg. Und natürlich Kanoniere. Und dann picke ich mir hier mal ein paar fresche Schiffe raus. So, der hier ist auch noch ganz okay. Den hier kann man auch noch... Nee, du nicht. Den hier kann man auch noch anbieten irgendwie. Das sollte reichen. Eine Einheit wurde ausgebildet. Sehr schön. Dann können wir nämlich direkt hier hinten andocken. Und die kümmern sich weiter darum, dass hier alles im Lot bleibt. Und vor allem keine neue Werft gebaut wird. Alter, der hat so mit seinem Kontor. Eine Einheit wurde ausgebildet. Der wehrt sich mit Händen und Füßen. Finde ich aber lustig. So, wir brauchen insgesamt 8, 16, wir brauchen 32 Kanoniere, theoretisch. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Eine Einheit wurde... Ich weiß nicht, ob wir die Schiffe vollpacken. Wie viele Türme haben wir denn hier eigentlich? Es sind, glaube ich, nicht so wenige. Es sind schon einige. Auf die müssen wir vorbereitet sein. Der Vorteil, den wir hier haben, ist, dass alles sehr gut zugänglich ist. Neue Einheiten sind bereit. Da haben wir noch eine Festung. Aber Soldaten hat er nicht, tatsächlich. Er hat einen Musketenbauer. Ein Brand vernichtet eure Häuser. Er hat eine Kanongießerei, aber er hat keine Einheiten. Das wundert mich tatsächlich ein wenig. Soldaten sind ausgebildet. So. Wie viel haben wir jetzt da? Ich weiß es gar nicht. Ich ziehe hier erstmal ein paar Schiffe ab, dass wir uns immer auf eins konzentrieren können. So. Und ihr geht da mal rauf. Übrigens, für diejenigen, die es nicht wissen, wie es geht, ne? Steuerungstaste gedrückt halten und dann aufs Schiff klicken, dann gehen die da rein. So, hier bricht wieder der Vulkan aus. Eine Einheit wurde ausgebildet. Eine Einheit wurde ausgebildet. So, das geht leider nicht, wenn man direkt aus der Burg kommt. So, Steuerung, zack. Wupp. Das Schiff ist dann auch schon fast voll. Hier müssen wir wieder ein bisschen einheizen. Ausgebildet. Ein Brand wütet in eurer Niederlassung. Shit happens. So, der geht mir echt auf den Sack ein bisschen mit seinem Kontor hier. Aber pff, warum nicht?
Wäre schön, wenn das jedes Mal als zerstörtes Gebäude oder so gelten würde. Dann hätten wir schon, keine Ahnung, 2000 Mal den Konter Soldaten zerstört oder sind so. Ausgebildet. So, guck mal rüber hier, Jungs. Wupp. Dann haben wir das Schiffchen hier auch schon voll. Den können wir eigentlich direkt mal rüber gurken lassen. Einheit wurde ausgebildet. Den, guck mal hier, da können wir gut andocken. Ich glaube, die Schiffe fahren tatsächlich... Schiff verloren. Was? Eines eurer Schiffe wird angegriffen. Ach, der hat einen Turm gebaut, der Drecksack. Hat er erstmal mein schwächstes Schiff angegriffen. Das ist ja eine Sau. Aber eine Werft hat er noch nicht neu gebaut. Neue Soldaten sind verfügbar. Toll, das wollte ich gerade gar nicht. La 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 la. Eine Einheit wurde. Ich bin jetzt mal fies. Ah, nee, geht gar nicht, schade. Ich wollte gerade eigentlich noch seine Plätze da vorne kaputt hauen. Aber ich hau jetzt seine Stege hier kaputt. So, dein blöder Kontor hier. Okay, zeig mal her. Oh ja, da ist wieder gut was zu holen. Na, so. Können wir gleich nix noch holen. Soldaten sind ausgebildet. Zack, da haben wir wieder 5. Eines eurer Schiffe wird angegriffen. Komm her schon. Ah, da hat er wieder ein Türmchen gebaut. Greift doch mal alle an. Ihr Lackaffen. Toll. Wegen eurer schlechten Koordination ist eines unserer Schiffe gesunken. Aber wir können ja nochmal easy neue bauen, das ist ja kein Problem. Ich weiß gar nicht, wie viele wir bis jetzt verloren haben. Kein Soldaten Plan. Soldaten sind ausgebildet. So. Wupp. Zum Glück haben wir jetzt auch mal ein bisschen Holz am Start hier. Oh. Soldaten sind ausgebildet. Bei ihm tut sich ja mal richtig was. Richtet er sich eigentlich danach, wie viel Geld wir haben? So viel, wie der hier einstreichen will? Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. Boah, ist das billig, ey. Der verkauft aber auch zu Spottpreisen, ne? Das ist echt... Dafür sind die Piraten schon genial. Die haben Preise, das ein ist... neues Schiff segelt unter eurer echt die Härte. So, also, pass mal auf, mein Freund. Du brauchst ein paar Kanönchen. Und die schicken wir dann noch direkt hoch. Sozusagen als... Marineunterstützung. Jetzt haben wir noch 40 Tonnen Kanonen. Aber es werden ja kontinuierlich welche nachproduziert. Neue Soldaten sind verfügbar. So. Ich bilde einfach mal weiter aus, ne? Eines eurer Schiffe wird angegriffen. Och, ist das süß. Hat er eine Einheit ausgebildet. Ein einziger, der rennt da auf einmal rum. So, hier komme ich heute noch ein paar Mal den Kontor kaputt, damit neue du glücklich bist. Soldaten sind verfügbar. Da bildet er doch jetzt tatsächlich in seiner völligen puren Verzweiflung erstmal ein paar Soldaten aus. Na, die werden ihm nicht mehr viel bringen. So, eines das. Eurer Schiffe wird angegriffen. Hallo? So. Hier ist auch noch einer. Den schicke ich mal hoch. Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Neue Einheiten sind bereit. So. Eines eurer Schiffe wird boah, Alter, jetzt packt er aber aus, ne? Der kommt hier, glaube ich, jedes Mal mit irgendeiner Hampel angerannt. Und merkt gar nicht, dass es überhaupt nichts bringt. Soldaten sind ausgebildet. So. Ich weiß gar nicht, nehmen wir noch eine halbe Ladung das mit? Das Volk bekommt kein Baumaterial. Oder noch eine ganze, ich weiß es noch gar euer nicht. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Moment mal. Ach ja. Ach ja. Dem wissen wir aber entgegenzuwirken, mein Freund. Da ist er schon. Neue Soldaten sind verfügbar. Neues Schiff gleich erstmal kaputt hauen. Und tschüss. Hat sich gelohnt, das zu bauen, ne?
Deine Kackwerft hier, die hau ich gleich erstmal in Stücke. Ja, bau schön zu mit deiner Mauer, ne? Eine Dürre vernichtet eure Ernte. Neue Soldaten sind verfügbar. Oh, das ist eher dein Mundgeruch, der hier die Ernte verdirbt. So, pass mal auf. Wie viele brauchen wir da noch? Hier haben wir jetzt noch zwei. Drei bräuchten wir noch. Okay, dann nehmen wir nur einen. Ausgebildet. Und das ist gut. Den schicke ich wieder hoch zur Verstärkung. Dann haben wir hier noch zwei, die ausgebildet werden müssen. Und dann geht's rund, mein Freund. Ein Vulkan ist ausgebrochen. Neue Einheiten sind bereit. Welcher Vulkan eigentlich? Ach, der mal wieder. Das Übliche. So, ich schau nochmal. Nicht, dass der mir hier auf dumme Ideen kommt, der Kollege. Aber ich glaube, so langsam hat er gelernt, dass es keinen Sinn macht, ständig eine neue Werft zu bauen. Kostet nur Unmengen Materialien. Und Freude hat man dabei auch nicht. Zumindest er nicht. Wir schon. So, und ab mit dir. Und hoch mit dir. Der Händler kommt auch nicht klar. Na, 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 na. Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Bitte was? Oh, ernsthaft? Das kommt mir jetzt aber ungelegen, mein Freund. Ja, so ein Scheiß aber auch. Dann müssen wir hier nochmal schnell ein bisschen aufstocken, damit wir hier nicht irgendwie intern Probleme bekommen. So. Die Bäckerei steht ja echt scheiße, ne? So, ich weiß, dass die Zahl gerade ungerade ist. Den Satz muss man noch erstmal hinkriegen. So. So, so. Okay, wir haben jetzt 2, 4, 6 neue Farmen. Macht 3 neue Getreidemühlen. Und eigentlich 1,5 neue Bäckereien. Draufgeschissen, ich baue jetzt 2. Bin jetzt einfach mal knallhart am Start. Zack. So, viel Spaß. Ich denke mal, das sollte genügen fürs Erste. Sind ja vorher auch lange genug durchgekommen, also werden wir jetzt nicht allzu viel mehr brauchen. So, los geht's hier. Mauern kaputt hauen. Und dann geht's dem Kollegen fett ans Leder. Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Findest du immer lustig, wie traurig er das sagt. Als ob irgendwie der Weltuntergang bevorsteht. Eines eurer Schiffe wird angegriffen. Oh, ist das niedlich. Hier, komm, ich helfe dir. Oh, schade. So, meine Freunde. Das Volk bekommt kein Baumaterial. Kein Baumaterial. Da ist ein Turm, du Idiot. Och, Leute, ihr seid doch kacke. Oh, 1000-mal verklickt irgendwie gerade. So, jetzt haut hier bloß alles kaputt. Sonst kriege ich hier Mangelerscheinungen. Dann machen wir hier ein bisschen die Häuser weg. Wir können ja auch die Leute mal ein bisschen ärgern. Und hauen die mal Kapelle und so weiter weg, ne? Das kann ja nicht schaden. Und ich zoome mal ein bisschen raus, damit wir die Türme besser sehen. So, die ganzen Gebäude, die keiner braucht hier, ne? Okay, wo haben wir Türme? Da oben haben wir einen. Den nehmen wir mal als Erstes. Und los geht's. Jetzt stecken die Leute erstmal ihre Häuser an. Ach ja, Feuerwehr kann man natürlich auch kaputt machen. Wow, 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 wow. Da oben. Lol. Kommt der mir mit einem Hampel? So, natürlich erstmal die Festung hier in Schutt und Asche legen. Da ist noch ein Turm. Es fehlt an Nahrung. Deine Mutter. Oh, scheiße. Okay, wir müssen auf jeden Fall nochmal Einheiten nachproduzieren.
Aber ich glaube, für die Insel hier wird es reichen. So, ihr müsst... Unerbittlich brennt die Sonne auf eure Felder. Der Boden trocknet aus. Mir scheißegal. Okay, so. Wo haben wir noch Marktplätze? Hier ist nur eine und das ist scheiße, das ist ein Turm. Den hauen wir mal von hier platt. So. Da können wir uns nämlich mit den Kanonieren auf den Marktplatz konzentrieren. So, jetzt ist, glaube ich, alles tot und platt. Na, komm schon. Der will noch nicht so recht. Dann helfen wir ihm halt ein bisschen. Das Volk bekommt kein Baumaterial. Ah ja. Jetzt stürzt langsam sein Thron ein. Hier dein blöder... dein blödes Denkmal. So, da sind noch Steinmetze. Ich glaube, so Betriebe halten am ehesten auf. Oder? Boah, die Leute müssen den Typen so hassen gerade, ey. So, da haben wir auch noch irgendeinen Betrieb. Und ich glaube, jetzt ist es fertig im Laden hier. Piraten greifen euer Schiff. Oh, Alter, ist ja gut. Bleib mal locker. Alter, 9600, du hast so ein Rad ab, mein Freund. So, Nahrung, wie sieht's aus? Scheint wieder besser zu werden. Hat der wieder einen neuen Marktplatz? Nee, wollte ich schon sagen. So, jetzt muss ich aber langsam echt mal was passieren, ne? Der Marktplatz gammelt da rum. Ich sehe hier aber auch keine weiteren Gebäude. Zumindest keine, die ein Problem irgendwie hervorrufen könnten. Ah ja. So, komm, wir helfen ihm noch ein bisschen. Bisschen unter die Arme greifen kann ja nicht schaden. Ist ja ein Klacks für uns hier, die paar Häuschen. Da geben wir ihm noch gerne zur Hand. Eine Na bitte. In eurer Stadt. Da haben wir seine erste Insel zerstört. Einfach mal platt gemacht. Yeah. Nice, alles klar. Ihr wisst Bescheid, in der nächsten Runde sind dann die beiden hier noch dran und ich glaube, dann werden wir es geschafft haben. Die anderen beiden, die werden jetzt, glaube ich, relativ easy werden. Eine Werft hat er nicht mehr. Wir könnten theoretisch sogar noch das Ganze ein bisschen in die Länge ziehen und uns die Insel jetzt hier noch nehmen und so weiter und so fort. Die Insel ist übrigens richtig geil, die ist schön groß, hat man übelst viel Platz drauf. Wollte ich mal gesagt haben, ne? Wenn du dir die mal so anschaust. Ich hatte damals mal, wo ich noch privat gespielt habe, also wo ich noch nicht aufgenommen habe, hier so Anno und so, da hatte ich mal eine Insel mit irgendwie, boah, was waren da drauf? Ich glaube, irgendwie 5000 Aristokraten oder sowas. Oder sogar noch mehr, ich weiß nicht, also extrem riesig gebaut gehabt. Und da hatte ich eine Insel, die war ungefähr, ja, wie groß war die? Ich glaube, so wie die hier ungefähr, dürfte so wie die Insel gewesen sein. Und da waren nur Markthäuser drauf. Die Lagerkapazität war am Ende irgendwie um 1000 Tonnen rum. Da habe ich nur eine Insel gebaut, nur um einzulagern. Nur eine reine Speicherstadt, ey. Aber du kannst dir ja vorstellen, was die an Bilanz gekostet hat. Wenn du mal guckst, hier so einen Marktplatz, der kostet 10. Ne? Das heißt, allein diese Insel hat schon irgendwie 1000 irgendwas an Bilanzkosten draufgeschlagen. Also hier an Betriebskosten. Aber das hat echt Bock gemacht damals. So eine Stadt müssten wir eigentlich auch nochmal irgendwie bauen. Vielleicht kann ich ja da mal eine Vorlage liefern irgendwie, wenn wir... Ja, kann ja mal mit Medito was basteln oder so, dass wir eine schöne riesige Inselwelt haben. Und so können es ja auch ein Ziel setzen, 10.000 Aristokraten haben oder so ein Quatsch. Wenn das was für euch wäre, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Mit Medito, da bin ich affin. Damit kenne ich mich aus. Das ist mein Element. Ah, genau. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder in der nächsten Runde dann. Soweit bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Däumchen da. Ansonsten sage ich erstmal, wie immer, got it. Na, nicht ganz, aber das kommt dem nach. Mit Kleidung?
Ach so, Kleidung. Hä? Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Die brauchen doch Kleidung, ja. Da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. So. Also, die brauchen es nicht unbedingt, aber es ist schön. So nice to have halt. Okay. Also, dann jetzt nochmal hier. Got it. So, und bis zum nächsten Mal. See ya.